Und damit herzlich willkommen in der Donnerstagsfolge bei den... Einmal mit Profis. Und damit herzlich willkommen in der Donnerstagsfolge bei den Farming Nerds im wunderschönen, ihr seht es, sonnigen Italien. Ich bin immer noch dabei. Oh Gott, ich ernte immer noch Mais und das guckt euch das an, es hört nicht auf. Es will einfach nicht aufhören, aber wir beißen uns durch. Mit dabei in dieser Woche natürlich die volle Farming Nerds Besetzung. Heidi, Flo, Bonkers und Tobi, hi. Hi. Hallo. Hallöchen. Ja, ihr merkt das schon, sind alle mega gut drauf, voll motiviert, hier noch mehr Kram vom Feld zu rupfen. Aber ich, wenn ich mal unseren Kontostand so angucke, ihr lieben Nerds, wir sind über 30.000 schon wieder. Ist schon nicht schlecht, ja. Wie viel Geld da noch dazukommen kann, das finden wir unter anderem in der heutigen Folge raus. Denn wir schalten mal rüber zu Bonkers. Was machst du so? Gras, und zwar für 11.000. 11. Und ja, das muss gemäht werden, gewendet werden und danach so Bahnen gepresst. Warum hast du den blauen Trecker hier hingefahren? Na, ich hatte gedacht. Ja, das war das Problem, ja. Außerdem habe ich den. Das Problem war, ich habe gedacht, ich brauche den Schneidwerkswagen im Notfall fürs nächsten, für den nächsten Transport. Okay. Das macht Sinn. Von Bonkers geht's rüber zu Flo. Womit bist du beschäftigt? Ich fahre den blauen Trecker umher. Umher. Nee, also ich habe überlegt, wie voll ist denn der Anhänger jetzt bei dir mit dem Mais? Ich glaube, ich kann da noch einmal ein bisschen was draufschmeißen, dann müsste er voll sein. Ich bin jetzt aber erst bei 64%. Deshalb fahre ich mit dem blauen Trecker zu den kleinen Anhängern von Heidi und nimm den roten Trecker und mach den an den großen Anhänger, der bei dir steht, weil mit dem kleinen blauen brauche ich das gar nicht erst probieren. Nicht ansatzweise. Und wo wir gerade von Heidi sprechen, was machst du? Du bist immer noch mit Dinkel, glaube ich, beschäftigt, ne? Na, ich bin jetzt umgezogen von dem Weizenfeld auf das daneben liegende Dinkelfeld, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen Geld. Richtig. Und das reimt sich sogar. Ernten. Ja. Jeder Pinkel kauft gern Dinkel und deswegen müssen wir es vom Feld holen. Das stimmt auch wieder. Ja, und damit kann es losgehen in der Donnerstagsfolge hier bei den Farming Nerds. Feine Nummer. Dann haben wir Geld zusammen. Was ist denn das Nächste, was wir investieren müssen für unser Feld? Immer noch der Striegel. Ja, wenn wir jetzt... Aber haben wir nicht genug? Wir müssen uns entscheiden. Für die beiden billigeren, wenn wir den großen nehmen wollen, haben wir noch nicht genug. Ja. Dann müssen wir uns entscheiden. Ja. Na, aber ich sag mal, wenn wir jetzt vielleicht noch ein Feld ernten oder zwei, vielleicht ist es schon eines der Geräte, was wir ein bisschen größer kaufen sollten, wenn wir das Geld dann haben. Ja, tendiere ich auch so ein bisschen zu. Also ist hier, also jetzt im Vergleich, ne? Aber so ein Flug braucht halt auch viel Power. Mit dem Flug, das hat halt eine ganze Woche irgendwie gedauert. Unser kleines Feld. Und jetzt das Düngerding mit 24 Meter habe ich, glaube ich, weniger als einen Tag gebraucht. Und das ist schon ganz gut, weiß ich nicht. Das ist halt auch nervig, wenn du nur so einen Mini-Striegel hast und da 30.000 Mal für diesen einen Arbeitsschritt nur rüberfahren musst. Auf der anderen, weiß ich nicht. Wäre also jetzt kurzfristig, wir kaufen uns einen Striegel, um das Unkraut wegzumachen. Und mittelfristig, die nächste Kohle geht dann für ein neues Feld drauf, oder was? Nee, für Ernten erstmal. Also das wäre halt die Sache, ne? Also meine Argumente pro großen Striegel. Auf der anderen Seite müssen wir dann halt gleich wieder weitersparen, obwohl das jetzt noch ein bisschen dauert, bis es erntereif ist. Aber halt für entsprechende Erntegeräte, ich meine, wir können die auch noch ausleihen. Glaube ich, also Mähdrescher ist, glaube ich, zu teuer. Na, ist die Frage, was es da für welche gibt, leihen. Ne? Na, ich sage jetzt mal, aber gerade wenn wir jetzt sagen, wir schaffen uns schon mal einen vernünftigen Striegel an, das finde ich jetzt gar nicht schlecht. Alles gut. Ja, was sagen denn die anderen beiden dazu? Ja, letztendlich wollen wir ja wachsen ein bisschen. Tatsächlich, wie voll ist denn der Hänger? 66. Kann ich entladen.
Da aha. Geht nichts raus. Hä, warum geht immer nur ein bisschen? Ich fahre mal ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Kann ich hier was einstellen noch? Nee. Jetzt entlädt er. Okay. Wir haben Bongas unterbrochen. Der wollte lieber einen größeren Hof kaufen, oder? Naja, es kommt drauf an. Also wenn wir jetzt sagen, okay, mit dem größeren Striegel machen wir wesentlich mehr Ertrag und dann kommen wir schneller zum Ziel, dann natürlich einen größeren Striegel. Ja, also ich würde... Das ist halt die Sache, ne? Wenn du jetzt 20 Mal mit dem Striegel darüber fahren musst, anstatt 3 Mal, in der anderen Zeit könntest du halt noch was anderes machen, so. Ja. Geil, wie ich versuche, das jetzt abzusellen, dass wir auf jeden Fall den großen Striegel kaufen. Aber also nicht unrecht. Mein Segen hast du. Also tatsächlich, auch wenn ich wirklich das Argument Gameplay und schöner Hof und so ein Krams wirklich mitgehe, weil jetzt nehmen wir mal oben den Terrakotta-Hof, das wäre natürlich schon cool, die Maschinen da zu parken und von dort aus zu starten und sich auch zum Start für die Wochen dort zu treffen einfach. Und es wäre auch ein... Ja, einfach um mal schön ein Dach über den Kopf zu haben. Ja, gut, okay, das ist ja nun also in der Simulation. Wir haben da so ein Vordach. Ja. Echt jetzt, wir haben so ein schönes Vordach. Ich weiß gar nicht, was du hast. Aber wisst ihr, wer immer Regen stehen darf, wenn die Geld wird? Stimmt. Ach, deswegen. Tobi! Scheinklar, ist ja schon wieder verloren. Anyway, also ich gehe tatsächlich auch diese Gameplay-Idee ein ganz weites Stück mit. Allerdings kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir, wenn wir den großen Striegel nehmen, dann eine Erntemaschine leihen oder vielleicht sogar kaufen, weil wir müssen nicht den größten Drescher kaufen. Es hat damit gar nichts zu tun. Ich meine, das dauert hier zwar auch ewig, bis dieses Feld leergerupft ist, aber es geht. Und aus diesem Grund weiß ich nicht. Ich tendiere zum Thema Geld verdienen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt gerade sowieso noch. Da wir ja nicht so üppig bestückt sind hier. Geld. Geld, 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 Geld. Geld. Wir sind halt schon echt ein Schwaben-Kanal. Gieriger Verein, ja. Ja. Also der ist noch nicht ganz voll, der Hänger, ne, Tobi, aber wenn ich... Wie viel hattest du denn? 89. Ja, gut, komm weg. Wenn ich jetzt erst losfahre beim nächsten Mal, dann bist du noch halb voll und dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht rechtzeitig. Oh. Vor allen Dingen, weil mich der Hänger hier schon krass rumschiebt. Bah. Oh oh, das war. Schaffe ich es wieder zurück auf den rechten Weg? Wenn selbst auf dem Pflasterstein du einen Schlupf von 40% hast. Ist der Hänger scheinbar schwer, ja. Was fährt der Case an Höchstgeschwindigkeit? 41. Oh. Das ist etwas. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem bei dem Hänger. Eher, dass du damit um die Kurven kommst und der dich nicht rausschiebt. Jetzt sind halt 40.300 Liter drin. Ist halt kein Raumfan, ne? So, schaffe ich es bergab auf 43 zu beschleunigen damit? Na, werden wir jetzt mal sehen. Ja, 43. Ansonsten auf die 3 drücken. Nein. Tempomat bringt mehr Leistung. War ich schon. Boah, aber mit 43, Alter, da schiebt mich der Hänger noch mehr. Deposito Granango. Wie voll ist denn das Feld noch prozentual? 60? 55? Ja. Na komm. Komm schon. Ah. Oh, ich hab Schiss vor dem Kreisel da vorne. Ob ich's da... Das schaffe ich doch gar nicht rum mit dem Hänger, Alter. Gucken wir mal.
Da oben ist er, der schöne Hof. Der gute. Der gute Schnur. Ich frage mal dazwischen, Bonkers, weißt du, was der Terrakotta-Hof kosten würde? Eigentlich altersweise. Warte mal, das ist Haar, ne? 5 Euro. 127.000 kostet er. Gar nicht so schlimm. Oder ist es Hof 3? Nee, Hof Nummer 3 ist es. 267.000. Ja. Da gehört dann Feld 1 aber auch gleichzeitig dazu. Oh, ah, ein groß. Zu Win-Win-Situation. Ich hätte gern, wo ist denn das Geile? Wartet kurz. War die 2 nicht mega hübsch? So vom Feld her oder was? Nee, die 1, ne? Wenn du bei der 1. Da sind, nicht. Da bin ich jetzt gerade auf der 1. Nee, nicht Feld, sondern Hof. Ach so. Da gibt es doch so einen, wo es so bergab geht und so eine mega schöne Straße da. Ich glaube, das ist Hof Nummer 1. Wo ist denn Hof Nummer 1? Manu Fado. Beeil mich ja. So, GPS an und zurück geht die wilde Fahrt. 75% bei mir. Es hilft mir gerade nicht, Tobi. Ich werde hier über den Beton geschlittert von dem Hänger. Kann ich helfen irgendwie? Nee. Gut. Einfach nicht drängeln und dann klappt's. Jawohl, Chef. Darum bist du der Boss. Ja. Du bist doch hier mein Chef. Echt jetzt? Nee, das ist doch Quatsch. So, Aufträge, Maisauftrag, 48%, aber. Okay, ich trete den Rückweg an. Ah, ich habe das Gefühl, da komme ich nicht rum. Aber ich probiere es einfach trotzdem. Krass, ne? Voll krass. Ach, scheiß drauf. Voll aufregend. Tut mir leid, lieber befreundeter Bauer. Ich fahre kurz über das Feld, danke. Schlimm. Schlimm. Ich schlimm. Schlimm. Stack. Oh. Das bedrückt dich, Heidi. Zu viel Unkraut dazwischen. Ja, das wollte ich auch gerade fragen, Alter. Was ist der Auftrag? Ernten Sie Unkraut? Oder? Es ist echt krass, aber egal. Na, hallo? Solange es nicht unser Feld ist. Mhm. Apropos Solange Unkraut, wie sieht es bei unserem Feld aus? Gut, wieso? Meinst du, ist es schon soweit? Nee, ist doch gerade erst draufgekommen. Ja, ob da schon Unkraut wächst oder nicht. So, ich gucke mal. Wie sieht es denn bei unserem Feld aus? Unser Feld ist die 29 und das ist hellgrün im Wachstum allererste Stufe. Und gedüngt in Stufe 1. Und kein Unkraut. Okay. Da haben wir ja noch. Da hinten erntet die Heidi. Wo ist eigentlich Bonkers? Wo bist denn du? Und? Herr Bonkers. Jo. Wo bist denn du? Auf welchem Feld? ich versuche gerade rauszukommen. Aber irgendwie. Ach, auf. Hakt es hier? Du bist auf der 5, ne? Ja. Jo. Ich habe nur aufgehört, mich aufzuregen.
Hast du geschlafen? Gar nicht wahr. Hier wird nicht geschlafen. Bah! Gut, also, was wir morgen in der Folge zu diskutieren haben, ist dann also nochmal, wir müssen uns angucken, welche Striegel wir präferieren. Nach Möglichkeit noch Aufträge abschließen, um das Geld auch für den teuren zusammen zu haben. Und ja, dann können wir eventuell morgen sogar schon etwas zu früh, aber wenigstens immerhin unseren Striegel kaufen. Das wäre doch schon ziemlich cool. Ich habe mich übrigens schon mal parat gestellt hier, ja? Da kannst du einfach... Wieso? Sieht doch gut aus. Bist du wieder ausgestiegen? Ja, ich wollte hier reinfahren. Weil da hinten wird es dann doof. Ah ja, stimmt, da ist ein bisschen mehr Platz. Das ist hier ein bisschen eng, das Gate. Jutti, dann würde ich sagen, war es das für diesen Donnerstag bei den Farming Nerds. Entscheidungen, die fallen bei uns wie immer zum Ende der Woche. Vielleicht kaufen wir morgen sogar noch was Neues ein. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall wird jetzt hier erstmal ganz ordentlich abgepumpt vom Flo. Ja, und dann bis morgen. Bleibt gesund, haut rein. Lasst uns gerne, wenn es euch gefallen hat, einen blauen Daumen da oder auch ein Abo und läutet die Glocke. Empfiehlt uns gerne weiter. Freuen uns über jeden neuen Zuschauer, der vorbeischaut und noch mehr, wenn er sogar bleibt. Ja, und so könnte man das ja mal halten. Und ganz wichtig, jeder, der uns abonniert, den abonnieren wir zurück. Und wer sich gedacht hat, Mensch, die Farming Nerds, das ist ja schon mal ganz nett, aber damit es richtig geil wird, müsste ich da mitspielen. Der informiert sich am besten auf www.farming-nerds.de. Also, macht es gut und bis morgen am Freitag. Tschüssi! Tschüss! Si. Das ist wirklich italienisch, die Verabschiedung von Heidi. Tschüssi. War wieder nur ein C? Das heißt aber, Heidi, das heißt auf Spanisch. Tschüssi. Auf Wiedersehen, ne? Nur, dass du bye bye. Ich suche eine spanische Karte raus. Genau, ja.